Jetzt ist es amtlich. Bayern München und Real Madrid einigen sich am Dienstag auf den Wechsel des kolumbianischen Teamspielers James Rodriguez zum deutschen Rekordmeister. Die Vereine verständigen sich auf ein zweijähriges Leihgeschäft bis 30. Juni 2019 mit anschließender Kaufoption für den FC Bayern. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wird bereits am kommenden Sonntag im Aufgebot der Bayern mitwirken und zur 12-tägigen Audi Summer Tour nach China und Singapur aufbrechen. Mit den Königlichen kann James in den vergangenen 3 Jahren je 2-mal die UEFA Champions League und die FIFA Clubweltmeisterschaft sowie 1-mal die spanische Meisterschaft gewinnen. Insgesamt bestritt er 111 Pflichtspiele für Real, erzielte dabei 36 Treffer und gab 41 Torvorlagen. Unter dem aktuellen Real-Trainer Zinedine Zidane steht der Spielmacher zuletzt aber nur selten in der Startelf. Unvergessen sind auch seine Einsätze während der WM 2014 in Brasilien. Mit 6 Treffern für Kolumbien und dem Tor des Turniers gewinnt James Rodriguez den goldenen Schuh.